lassen. Auch wenn es uns in diesem Fall schwerfällt, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Lassen Sie uns weiterhin aufmerksam sein. Lassen Sie uns gemeinsam gegen extrem rechte Aktivitäten protestieren und auch im alltäglichen Leben Zivilcourage zeigen. Schöner Leben ohne Nazis. Vielen Dank. Liebe 15 Frauen und ihre Lover. Ich habe keinen Job, aber immer Geld wie heu. Nur nämlich durch ständiges Eintreten für demokratische Positionen und klare Absagen an jegliche Form von Rassismus in allen Organisationen und an euren Arbeitsplätzen und im Alltag können wir den extremen Rechten den Nährboden entziehen. Nicht viele wissen, aber schön, dass heute so viele gekommen sind nach Mettmann. Ich glaube, dass die Ereignisse in den letzten Monaten und aber auch Jahren deutlich gemacht haben, dass der Kampf gegen rechts nach wie vor wichtig ist. Jeder Anschlag von Rechtsextremen eben auch ein Anschlag auf unsere demokratische, auf unsere vielfältige Gesellschaft ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch aufstehen und sagen, so etwas wollen wir in unserer Gesellschaft nicht haben und das hat hier keinen Platz. Diese latenten rassistischen Parteien dürfen nicht von uns akzeptiert werden. Haltet die Augen auf jeden Tag. Lasst euch nicht in das Licht führen von irgendwelchen populistischen Debatten.